Was geht ab, liebe E-Bike-Fans? Ich bin Leonard von Emotion und heute habe ich ein paar Neuigkeiten für euch, denn vor ein paar Tagen hat Riese und Müller das neue Nevo 4 angekündigt. Für alle, die das Nevo 3 noch nicht kennen, bei dem Bike handelt es sich um ein Tracking-E-Bike, aber als Tiefeinsteiger. Und mit dem Nevo 4 ist es halt eben die brandneueste, frischeste Version des Ganzen. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was so brandneu und frisch an dem ganzen Bike ist. Und am Ende wollen wir natürlich auch einen Vergleich zum Nevo 3 ziehen und nochmal genau anschauen, was sich wirklich konkret verändert hat. Schon mal vorab, es wird auf jeden Fall smart und das Bremsen wird noch sicherer. Also viel Spaß und let's go! Lasst uns direkt mal mit dem Design des Bikes beginnen. Hier hat sich nämlich nicht ganz so viel verändert im Vergleich zum Nevo 3. Wir haben immer noch den klassischen Tiefeneinsteiger. Bei den Farben gibt es allerdings eine kleine Neuheit. Wir haben weiterhin Dynamic Red Metallic und Pure White im Sortiment. Und jetzt muss ich einmal schummeln. Neu ist allerdings Dark Grey Matte. Das war vorher beim Nevo 3 Lunar Grey Metallic. Also das hat sich dahingehend verändert. Es gibt aber auch eine große Neuheit. Und zwar setzt Riese und Müller beim Nevo 4 serienmäßig auf das Bosch CX Smart System. Das smarte System kommt mit dem Bosch Performance Line CX mit 85 Newtonmetern. Bei den HS-Versionen bzw. bei den High-Speed-Versionen ist der Bosch Performance Line Speed verbaut, ebenfalls mit 85 Newtonmetern. Hinzu kommt ein 625 Wattstunden starker Akku, der aber optional bei etwas größeren Rahmengrößen auf den 750 Wattstunden starken Akku erweitert werden kann. Das ist dann bei den Rahmengrößen 47, 51 und 56. Serienmäßig ist das Bosch Intuvia 100 verbaut. Ihr habt aber die Möglichkeit, optional auf das Bosch Kiox 300 Display abzugraden. Bei den HS-Versionen ist das Kiox 300 standardmäßig verbaut. Wenn ihr noch mehr Informationen zum smarten System von Bosch haben möchtet, wir haben dazu mal einen etwas ausführlicheren Bericht gemacht, den habe ich euch hier oben verlinkt. Eine weitere große Neuheit ist das Bosch ABS-System der zweiten Generation. Hierbei ist kein großes ABS-Steuergerät mehr unterhalb des Vorbaus verbaut. Das Steuergerät ist nämlich jetzt am linken Federbein montiert. Das Ganze ist jetzt auch deutlich schlanker und sorgt so für eine ja nochmal schönere Optik. Außerdem haben sich die technischen Funktionen nochmal deutlich verbessert. Ihr habt jetzt bei jedem Bremsen optimale Traktion auf dem Vorderrad und das Abheben des Hinterrads wird noch sicherer vermieden. Kleine Information noch am Rande, das ABS-System könnt ihr nur bei den GT-Modellen der Nevo 4-Linie noch optional hinzubuchen. Was ist gleich geblieben im Vergleich zum Nevo 3? Wir haben weiterhin die Möglichkeit, optional einen Frontgepäckträger hinzuzukonfigurieren. Außerdem ist serienmäßig ein Mix-System-Gepäckträger verbaut. Was wiederum neu ist, die GT-Modelle kommen jetzt alle mit Fernlichtoption. Das heißt, ihr habt einen noch breiteren Lichtkegel und könnt im Dunkeln noch besser sehen. Außerdem gibt es das optionale Komfort-Kit. Dabei ist der Lenker nach hinten gebogen und ihr habt einen noch breiteren Sattel, was halt eben nochmal für noch mehr Komfort sorgt. Die Schaltungsoptionen sind auch gleich geblieben. Wir haben einmal Vario, Touring und Automatik. Vario ist die stufenlose Nabenschaltung mit Riemenantrieb. Touring die 11-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Und bei Automatik handelt es sich um eine stufenlose Automatikschaltung mit Riemenantrieb. Kurz noch zu den Laufradgrößen. Touring und Vario sind standardmäßig mit 28 Zoll Straßenbereifung ausgestattet. GT Touring und GT Vario kommen dann aber standardmäßig mit einer 27,5 Zoll Bereifung beziehungsweise in einer kleineren Rahmenform mit einer 26 Zoll Bereifung. Und wenn ihr die GX-Option wählt, dann habt ihr eine 27,5 Zoll Bereifung beziehungsweise wieder bei einer kleineren Rahmenform eine 26 Zoll Bereifung, aber in diesem Fall mit Stollenbereifung. Das ist vor allem für Personen, die halt nicht nur auf der Straße, sondern auch gerne mal Offroad fahren. Ich habe das ja gerade schon mal kurz angerissen. Es gibt wieder wie beim Nevo 3 auch die Highspeed beziehungsweise die HS-Modelle. Dabei handelt es sich um die S-Pedelec-Variante mit einer Tretunterstützung von bis zu 45 Stundenkilometern. Und diese Modelle sind mit einer Ketten- bzw. Nabenschaltung ausgestattet. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Vieles ist gleich geblieben im Vergleich Nevo 3 zwischen Nevo 4. Das Design hat sich eigentlich kaum verändert. Neu ist allerdings die Farbe Lunar Grey Metallic. Neu ist, dass das Bosch CX Smart System verbaut ist und das sogar serienmäßig. Der Akku kommt jetzt serienmäßig mit 625 Wattstunden, während es beim Nevo 3 500 Wattstunden gewesen sind. Und ihr habt beim Nevo 4 jetzt auch die Möglichkeit, bei bestimmten Rahmengrößen auf die 750 Wattstunden Option abzugraden. Gleich geblieben ist weiterhin der Mix-System-Gepäckträger, der serienmäßig verbaut ist und der optionale Frontgepäckträger. Genau wie beim Nevo 3 könnt ihr auch wieder beim Nevo 4 zwischen einer Kettenschaltung, einer Nabenschaltung oder einer Automatikschaltung wählen. Und selbstverständlich gibt es auch wieder die HS- bzw. die Highspeed-Modelle. Neu beim Nevo 4 ist die Option auf das Bosch ABS-System
und die Fernlichtfunktion bei den GT-Modellen. Für mich ist es auf jeden Fall der nächste logische Schritt, das Bosch CX Smart System serienmäßig zu verbauen, und ich bin echt noch gespannt, welche Funktionen und Features da in 2023 noch hinzukommen. Und das optionale ABS-System von Bosch finde ich auch richtig cool. Hier kann man dann optional je nach Fahrverhalten und Fahrkönnen auswählen, ob man das halt eben mit konfigurieren möchte. Wie gefällt euch das neue Nevo 4 und wäre das ABS-System was für euch? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Bike zu testen, dann kommt doch einfach mal in einem unserer Emotion Shops vorbei. Hier werdet ihr umfassend beraten und könnt das Bike auf Herz und Nieren testen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, denn dann seid ihr immer up to date, was das Thema E-Bike angeht. Also vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.